Ihr Lieben, wenn ihr das riechen könntet, also es ist ein ganz, ganz feiner, ganz zarter Parfumduft, also so richtig rosig, leicht. Also dieses Parfüm hätte ich sehr gerne, weil es ganz dezent ist und ganz fein. Ja, herzlich willkommen erstmal, ja, zu einem neuen Deko-Video im Herbst. Strahlender Sonnenschein heute, sehr, sehr warm, einwandfrei. So kann der Herbst beginnen. Dennoch bin ich in Herbststimmung, weil es abends halt auch schon meistens so ein bisschen neblig wird und jetzt die letzten Tage war es halt auch ein bisschen trübe und ich finde einfach, die Farben fangen jetzt einfach an so zu sprießen in bunten Tönen und das ist heute mein Thema, bunt. Und das ist eine Ranunkelrose. Und nicht wundern, es gibt immer so viele Kunden, die auch immer mal so das Blattwerk, also das Blütenblatt bemängeln. Viele denken, das wäre jetzt schon ja, am Kaputtgehen. Das ist nicht der Fall. Die Rose ist so, wie sie ist, ein Traum. Und mit der mache ich eine kleine Deko. Es ist eine schnelle Sache, die ich euch heute zeige. Kein großes Hexenwerk. Als erstes habe ich eine Schale dekoriert, eine Holzschale, alternativ eine Metallschale. Schalen hat ja, denke ich, fast jeder im Haus und die habe ich einfach nur umschlungen mit den Hagebuttenzweigen. Und ich finde es halt auch gerade schön, die sind noch nicht ganz rot. Die haben jetzt halt einfach diesen orange-grünlichen Touch. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Dazu passend habe ich diese Physalis, die sind schon eingetrocknet, alle Blättchen entfernt und auch hineingelegt. Und was ich jetzt auch versucht habe, und das funktioniert einfach zwischen die Zweige hier, einfach Wasserröhrchen, weil ich noch mal eine Blüte hineinsetzen möchte. Wo war es? Das hatte ich mir jetzt schon schön vorgesteckt. Ich muss mich stellen, das sehe ich so nicht. Wo war's? Da mittendrin. Und da kommt das rein. Ich möchte jetzt das Wasser ein bisschen vorsichtig wegen der Holzschale. Die ist nicht wasserfest. Und da möchte ich jetzt einfach nur diese Nelkenblüten reinstecken. Halten halt super, finde ich auch von der Farbe mega stark. Bisschen kürzer. Und die zweite habe ich hier noch. Ich konnte mal wieder nicht widerstehen. Als ich die Rosen heute Morgen im Laden gesehen habe, dachte ich mir, boah, das ist der Grund, warum ich Floristin geworden bin. Genau das. Ja, das ist jetzt die erste. Ich hätte gerne noch eine Orange oder ja, eine schönere Kerze gehabt, aber leider habe ich da nicht mehr dran gedacht und jetzt musste die schwarze halt hier halten, was ich jetzt optisch auch schön finde, weil bei mir ist ja auch schwarz in der Wohnung. Mein Terrassentisch natürlich, das Teil habe ich weggestellt, weil ich gerne einfach noch, auch wegen dem Licht, wenn es so schön ist, noch ein bisschen draußen bleiben möchte. Innen kommt noch lange genug. Dann geht es wieder in die Wohnung und in den Keller. Der muss erst aufgeräumt werden. Ich räume den eigentlich ständig auf. Da lacht mein Mann, der weiß, der kriegt das mit, wenn ich sage, ich muss noch in den Keller. Wieso, den hast du doch erst aufgeräumt? Ja gut, das war vor 2 Tagen. In der Zeit habe ich ja meistens noch mal eine Deko gemacht für YouTube oder auch für Instagram. So, jetzt habe ich eine ganz, ganz traumhafte Rinde. Ja, ich gebe jetzt ein bisschen an. Das ist Eukalyptusrinde, die habe ich aus dem Urlaub mitgebracht. Das ist halt, wenn die nass wird, ich hatte sie erst hier draußen liegen, dann hat die so eine richtig schöne rote Schicht bekommen, aber nur im nassen Zustand, so kann ich sie ja nicht verarbeiten. Also das ist einfach schön, die ist auch ziemlich weich. Es gibt mal zwischendurch auch ein paar harte Teile. Das liegt da unten überall rum, wenn man irgendwo an einem Platz ist mit Eukalyptusbäumen. Ich bin ja allergisch drauf, also da merke ich aber nichts. Das ist einfach nur auch hier mit der Rinde, die kann ich super verarbeiten. Das ist einfach, wenn ich das abstreife, diese Blättchen abstreife, dann dieses ätherische Öl, was dann entsteht, das vertrage ich nicht.
umso mehr freue ich mich, dass ich die Rinde ganz gut vertrage. Ja, an Alternativ, es gibt auch sehr, sehr schöne Rinde hier. Viele Sorten Rinde. Einfach eine andere Rinde besorgen. Ja, das jetzt, genau. Jetzt fange ich an mit einmal bestücken mit Blüten. Ich zeige euch kurz, wie ich es drum mache. Und hier habe ich jetzt einfach ein bisschen Sand reingesteckt, reingetan und die Kerze reingesteckt. Das hält super. Und somit kann ich jetzt auch einfach ganz schlicht diese Hagebutten, ich schneide mir den noch ein bisschen kürzer, oder Moment, doch, das geht, einfach ganz schlicht reinstecken, reinlegen, einfach gefüllt mit, könnt ihr auch Hortensie nehmen oder andere Beeren. Das lege ich mir einfach nur so ganz üppig da rein. Und dann ist das eine ganz schnelle Dekoration. Die Blumen natürlich, die brauchen Wasser, da kommt nachher Wasser rein ins Fäßchen. Natürlich super haltbar, kann man auch sehr gut verschenken, die Rinde gut befestigen, wenn man es transportiert. Hier außen kann ich noch eine kleine Hagebutte einfach so dran machen und dann habt ihr auch ein süßes Geschenk oder auch, ich sitze gerade, eine Tischdeko, wer jetzt um die Zeit gern eine Feier hat, dafür ist es halt auch gedacht. Ich dekoriere es mir jetzt auf meinen Esszimmertisch. Ja, jetzt einfach ein Glas nehmen, was ihr habt. Gläser habt man ja meistens von irgendwelchen Lebensmitteln über. Nee, ich muss erst meine Schnur schneiden. Ihr könnt euch auch einen Gummi drum machen, wenn ihr ein größeres Glas macht. Und das ist ja jetzt nur eine Beispielgröße. Ich lege mir das jetzt zurecht. Ich habe jetzt keinen Gummi drumherum. Und stecke das jetzt nicht ein, sondern lege mir das hier an. Das muss auch nicht ganz rund sein. So passt schon. Und die Rinde, die liegt da echt überall. Die Bäume schälen sich, so wie das hier bei den Plantanen ist. Und das ist fantastisch. Da, ja, musste das mit. So, jetzt habe ich gar nicht genug Wasser hier. Dann machen wir das so. Da kommt er jetzt. Oh, voll. Das ist voll. Und einfach mit Blüten eurer Wahl bestücken. Das müssen ja jetzt nicht die Rosen sein. Das ist halt einfach jetzt mein Knallerding. Also das, ich liebe solche Sachen. Und ein bisschen die Nelke hatte ich jetzt. Ich glaube, gab es auch nur noch die. Ach so, ja. Und die Hagebutte dann auch zwischen den, das finde ich auch so schön, zwischen dieser Rinde einfach ein bisschen rausschauen lassen. Geht es? Mein Mann macht es gut. Der macht es richtig gut. Er ist jetzt öfter Kameramann. Mein Sohn ist ab jetzt auf Arbeit. Ja, der tritt jetzt in die Fußstapfen vom Papa. Ich habe hier lauter Autofanatiker, also wirklich richtige Autofanatiker. Aber nicht so moderne Autos, sondern alte Autos. Und das ist jeden Tag Thema. Jeden Tag. Aber das ist schon auch echt ein wahnsinnig interessanter Beruf. Und ich habe höchsten Respekt davor, weil das ist jetzt nicht hier so mal gerade ein paar Blümchen zusammengesteckt. Da gehört schon was. Weil
ich denke, fast jeder hat ein Auto und jeder will sicher irgendwo von A nach B kommen. Und da braucht man schon eine richtig gute Ausbildung, damit da auch nichts passiert. Das unterschätzt man, glaube ich, auch. Ich kriege das halt immer mal so mit. Ja, das noch zum Thema Autos, die mich gar nicht interessieren. Ich habe so eine alte Mühle. Ja, das sage ich jetzt auch nicht, was es ist. Vielleicht zeige ich es mal. Dafür keine Werbung machen. Ja, ich habe auch einen. Auch wenn man das nicht so sieht. Das ist ein Raumwunder. Ich liebe dieses Auto. Meine Familie schimpft immer, wenn sie da Reparaturen dran machen müssen. Aber ja, ich finde das Auto, ich muss ja nicht dran arbeiten. Ne, ab und zu mal saugen, so je nachdem, wenn es jetzt ganz schlimm ist mit dem ganzen Transportmaterial, dann bekommt es auch mal eine Innenpflege. Ja, ihr Lieben, ein bisschen Schwadufel. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Sonntag. Schönes Wetter und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann schon am Mittwoch. Es geht immer jetzt mittwochs und sonntags. Ich muss mich jetzt auch immer noch dran gewöhnen, dass das jetzt ein bisschen verschoben ist. Derweil eine gute Zeit. Tschüss.